Wett bin ich jetzt mit dem Leuchtturm. Der obere Teil ist schon ziemlich fertig. Auch jetzt meine ich, was das Spachteln betrifft. Aber einmal oder zweimal muss ich noch drüber spachteln und schleifen, damit das dann wirklich schön sauber ist. Plus eben, das habe ich glaube ich eh schon in einem Video gezeigt, dass da schon die Leuchte eingebaut ist. Den unteren Teil habe ich jetzt noch einmal ausgedruckt mit einem neuen Drucker, weil einfach der alte Teil oder der erste, den der alte Drucker gedruckt hat, eine Katastrophe war. Da ist auch mit Spachteln nichts mehr gegangen. Damit ich nicht zwei Tage und noch länger durchgehend das Laufen ablassen müssen, habe ich mir das mit einem Programm im Internet, die STL-Datei, eben dieses Objekt geschnitten in 1, 2, 3, 4, 5 Teile, 1, 2, 3, 6 Teile und ja, habe das eben auf 6 mal so 7, 8 Stunden lang gebraucht und das drucken lassen. Den oberen Teil, der kommt dann draufgeklebt, sobald ich da das noch überall schön gespachtelt habe. Da habe ich gedacht, das mache ich zuerst und dann klebe ich ihn auf. Dann kommt auch noch der untere Teil gespachtelt, weil diese Rillen, die beim PLA-Drucker eben sind, die möchte ich ja dann nicht mehr haben. Soweit einmal der Punkt. Dann habe ich eben die Lichtkästen schon alle schwarz bemalen. Die kommen ja da hinein. Jeweils wo ein Fenster ist, kommt auch ein Lichtkasten. Da kommt ja eine LED rein. Und die möchte ich ja dann mit dem Arduino eben schalten. Aber damit man nicht durchsieht, eben links und rechts auch noch hell, soll ja nur beim Fenster hinaus eben leuchten, habe ich eben diese Lichtkästen, die weiß waren, auch schwarz angemalt, damit das Licht wirklich da drin bleibt. Ja, so, damit ihr erkennt, was das für Arbeit ist, ihr seht, das ist jetzt der erste Auftrag mit der Spachtelmasse bis daher. Muss der obere Bereich, dann muss die Feinheiten spachteln. Ich werde so in Etappen euch ein bisschen zeigen, wie viel Arbeit das ist. Und das wird ja dann nochmal geschliffen und dann muss es wieder gespachtelt werden, bis es dann wirklich eine Glätte hat, die mir jetzt persönlich dann gefällt, wo ich sagen kann, okay, das ist, schaut jetzt dann aus, wie als würde das ein Originalwand sein. So schaut es jetzt einmal aus, mit eben, wenn man den ersten Spachtelversuch macht. Es ist einfach, ich verwende dabei einmal, da geht es ja wohl mit den größeren, aber sonst verwende ich hauptsächlich den kleinen oder noch kleineren, zeige ich euch auch noch, wenn ich das finde. Ja, eben dieses Bastelmesser nur mit gerader Klinge, mit dem kann man auch gut diese Feinheiten dann spachteln. Ja, das ist einmal, wie es ausschaut bis daher. Wird jetzt einmal geschliffen dann, sobald ich da und da das auch noch gemacht habe. Und dann kommen der nächste Spachtelmasse, Aufstrich und so weiter. Einmal haben wir jetzt einmal gespachtelt und muss sagen, wow, es ist schon beim ersten Spachteln recht schön geworden. Ich meine jetzt nur die großen Teile, die haben wir jetzt einmal gespachtelt. Da das kleine, das kommt alles noch nach. Aber das haben wir mit Schleifen jetzt schon ziemlich glatt. Wir brauchen gar nicht so viel mehr nachspachteln und ein zweites Mal schleifen. Das ist recht gut schon geworden. Beim ersten Mal hätte ich mir auch nicht gedacht, dass mir das so gut schon gelingt. Jetzt ist der Leuchtturm, was das Spachteln betrifft, fertig. War alles geschafft, auch geschliffen. Jetzt hat er schöne glatte Oberflächen. Und jetzt ist der nächste
Punkt, den ich jetzt einmal machen werde, ist, ihn zu bemalen. Und da würde ich sogar gerne euch einmal fragen, dieser Leuchtturm ist mit Ziegel aufgebaut. Und ich würde gerne diese Ziegelstruktur machen, nur ist die ja winzig klein jetzt bei 1 zu 87. Ob ihr da eine Idee habt, wie man das machen kann. Weil Schablonen, naja, das haut auch nicht richtig hin. So eine feine Schablone gibt es fast keine. Aber vielleicht habt ihr eine Idee. Ruhige Hand habe ich leider auch nicht so, dass ich da wirklich gerade Striche vielleicht zusammenbekommen würde. Schauen wir mal. Vielleicht habt ihr eine Idee. Wenn, schreibt das bitte unten in die Kommentare. So, ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen gefallen. Noch ein kleines Update. Wie ihr sehen könnt, für alle, die kritisiert haben, dass eben meine Stahlträger und meine Holzbalken viel zu groß waren. Es gibt ein Update. Sie sind jetzt maßstabsgetreu. Ich habe sie jetzt nicht selber gemacht, sondern habe dazu das von Faller, das Kohlepanzen Set verwendet. 120254. Keine Werbung, selber gekauft. Und habe statt dem Kohlepanzen da jetzt eben das für meine Sicherheitsmauer und Schutzmauer verwendet. Und wie ihr sehen könnt, schaut das sehr toll aus. Es ist einfach, diese Stahlträger sind dann schon so klein, dass ich mir die Arbeit dann wirklich nicht mehr antun wollte. Und deswegen habe ich das jetzt eben einfach mit diesem Bastelset von Faller gemacht. Und ich muss sagen, die schauen auch recht echt aus. Also nicht nur Plastik, sondern schaut wirklich aus, als würde es Holz sein. Ja, Stahlträger vielleicht ein bisschen, schauen nach Plastik aus. Das ist einmal das eine Update, was ich euch geben kann. Für diejenigen oder denjenigen, den der kritisiert hat, dass das zu glatt ist, die Felsen, das kommt später. Und das wird noch gemacht werden. Wenn da der Felsen raufkommt, dann wird das Ganze dann da noch ein bisschen realistischer werden. Aber jetzt ist einmal wenigstens die Schutzmauer oben mit den Holzbalken und den Stahlträgern realistisch.